Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Ja, ich bin heute wieder im Garten, wie ihr seht, aber ich habe meinen Hut vergessen. Mann, oh Mann. Ja, jetzt will ich mal gucken, wie das heute so wird, wie die Dinge geworden sind, die ich gepflanzt habe letzthin. Die Salate und der Fenchel. Und dann wollte ich auch noch mal Kohlrabi pflanzen. So, jetzt machen wir erstmal einen Rundgang durch den Garten. Ihr seht den Salat, ihr seht den Sauerampfer, den hatte ich abgeschnitten, weil die Blätter nicht mehr schön waren. Der ist wunderschön gekommen, ganz toll. Und da seht ihr auch schon die ersten zarten Salatpflanzen. Beziehungsweise hier sind die Gurken, die unermüdlichen Gurken, die wachsen ohne Ende. Das ist die reinste Freude, man denkt es nicht, aber es ist einfach die Fülle ohne Ende. Ja, und hier neben dem rechten Salat habe ich drei junge Pflanzen gesetzt und ich glaube, da ist auch ein Kohlrabi dabei. Ich bin irgendwie durcheinander gekommen und weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die Pflanzen aussehen. Man wird es sehen, wenn sie größer sind. Da sind die Karotten und hier nochmal zwei Salatpflanzen bzw. ein Kohlrabi rechts. Ja, und hier sind unsere ganz lieben Fenchelpflanzen. Hier seht ihr sie, wie es war, als ich sie eingepflanzt hatte, mit unserem Wassertrick vom letzten Mal. Sie sind noch ganz zart, die Pflanzen, ihr seht es ja. Und jetzt kommen wir zur Artischocke. Die ist auch die reinste Freude, die hat schon eine ganz große Artischocke gemacht und eine ganz kleine ist auch schon unterwegs. Mal gucken, ob ihr es erkennen könnt, da sieht man sie jetzt, genau. Und jetzt ist es 5 Tage später. Es wurde nicht gegossen und man sieht tatsächlich, wie der Fenchel gewachsen ist, wie er kräftig geworden ist. Und ja, er steht jetzt in der trockenen Erde, aber es sieht gut aus. Er hat also ist gut angewachsen und ja, ich hoffe, dass es was wird. Und hier nochmal, 5 Tage später die Artischocke. Die hat einen Riesenschub gemacht. Die hat jetzt 3 große und eine ganz kleine ist auch schon wieder im Anwachsen. Also bald können wir da auch mit Ernten beginnen. Es wächst und gedeiht trotz allem in diesem Sommer, den wir haben. Und hier sind die Erbsen, das hatte ich ja auch mit euch gepflanzt. Und es wurde auch nicht gegossen, trotzdem sind sie schon ganz gut, sie stehen toll da. Schaut mal, ich habe hier so eine Zeitrafferaufnahme gemacht. Es ist wunderbar anzusehen, wie die Erbsen wachsen. Ja, und dann unsere tollen Tomaten, die kleinen Cocktailtomaten. Die sprießen ohne Ende, es sind ganz viele. Die meisten sind noch grün, aber bei der Sonne habe ich keine Bedenken. Ja, und zu guter Letzt seht ihr unseren Kürbis, der einzigste Kürbis, den wir im Moment haben. Aber immerhin, auch der gedeiht ganz gut. Ja, meine Lieben, das war ein kleiner Rundgang durch unseren Garten und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann, tschüss!